Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge von Rocket League. Wir sind wie immer im 2 vs. 2. In der letzten Folge hatten wir eins gewonnen, eins verloren und sind demnach eigentlich kein Stück weitergekommen in Sachen Rang. Aber mal gucken, wie es heute läuft. Ah, da sind wir in Neo Tokyo und wir sind schon wieder gegen ein Team sozusagen. Ich glaube, das war das neue Update, ne? Dass man jetzt so ein Clan erstellen kann, oder? Ich meine, das hätte ich gelesen. Ich hatte auch vorhin ein großes Update gemacht. Och, nö. Ich dachte, ich kann ihn noch blocken, aber anscheinend habe ich den über mich gekriegt. Dumm gelaufen. Och, nö. Muss das sein? Das war richtig unnötig. Mann. Alter. Ich habe echt gedacht, ich krieg den so, aber der hat den über mich gekriegt. Warum auch immer. Ach nein. Und ach Mann. Mate, was ist denn da für eine dumme Rotze, Alter? Ganz ehrlich, was machst du da? Was machst du da? Das war ja noch schlechter als ich. Wow. Okay, 2-0. Nach nicht mal 20 Sekunden. Wegen zwei individuellen Fehlern. Das ist schon hart. Das ist schon echt hart. Und er lief. Er lief. Nach 20 Sekunden. Leck mich doch am Sack, Alter. Warum tut er das? Ich spiele doch ranked. Wie kann man da so salty sein, Mann? Wenn man doch so schlecht ist, dann muss man doch üben. Dann kann man doch nicht immer jedes Mal leaven. Der hat doch bestimmt noch nie ein Spiel zu Ende gespielt. Wenn er das immer so macht, beim ersten Gegentor. Jo, er kriegt natürlich an mich vorbei. Alles klar. Das könnte ein brutales Spiel werden. Klar! Ja, genau. Er drückt ihn halt trotzdem durch. Oh, nee. Da ist das 3-0. Okay, doch nicht. Er hat's verkackt, zum Glück. Ich habe gerade nur keinen Boost, das ist mega behindert. Aber damit habe ich den Ball schon mal nach vorne bekommen. Und ich mache nicht. Der Winkel war zwar echt bescheuert, aber man hätte ihn durchaus reinmachen können. Ich hätte aber gerade echt keine Ruhe. Oh Mann, wir müssen noch 3 Minuten alleine spielen. Was wird das für ein krasses Spiel, verdammt. Und ich werde so die Hucke voll bekommen, glaube ich. Wow. Ach komm, das ist ja erbärmlich, Mann. Was mache ich da? Wow, also lasse ich mich so erbärmlich ausspielen. Das war ja richtig dumm. Das waren 2 Gegentore, 2 dumme am Anfang. Und danach hätten wir doch noch locker aufholen können mit dem Mate. Aber der gibt ja lieber auf. Die geben ja lieber sofort immer auf, anstatt zu kämpfen. Das ist schon schade. So, wir haben gerade mal die Hälfte rum, circa. Och Mann, das ist halt so blöd. Ich muss halt alles alleine machen. Und er kriegt den Ball nicht mal rein. Lol. Er fährt alleine aufs Tor zu und kriegt den Ball nicht rein. Könnte ich sein. Och, der kommt eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber er war halt so langsam. So, und der geht rein. Nein, er geht nicht rein. Och, Mann. Das gibt's doch nicht. Bin nicht mal chancenlos gegen die. Och, der war fast knapp, ey. Och, Mann. Ich habe echt null Glück. Der hätte doch auch mal reingehen können. Menschenskinder. Ich stehe gerade echt dumm. Och, ich habe ihn trotzdem mal gehalten. So, den habe ich überspielt. Die sind echt bad, Mann. Ich mache die alleine fertig. Ja, es ist halt dumm, wenn ich... Ach, Mann. Wenn ich einen Mate hätte, der hätte mir schon locker das aufgeholt wieder. Oh, ich springe halt dran vorbei. So, ich mache ihn rein. So. Was soll's. Aber die... Eigentlich sind die echt scheiße. Die sind eigentlich echt scheiße. Ja, mit einem Mate,
der einfach probiert, hätten wir das gewinnen können. Das war jetzt übrigens Absicht mit dem Tor, ne? Also, ich hätte da eh nichts mehr machen können. Der lag halt auf der Linie und bis ich auf der anderen Seite von der Linie wäre, hätte der den eh reingedrückt. Es sei mir nicht vergönnt. Ich hätte ein paar Mal knapp daneben geschossen. Die hätten durchaus auch alle reingehen können. Was hat denn der für einen krassen Boost, Mann? Da siehst du ja gar nichts mehr. Ist ja wie bei Tschernobyl. Der macht den halt daneben. Alter, was ist denn mit dem los? Wie kann man den daneben machen? Tja, das war's. Wir hatten keine Chance, da wir alleine waren von Anfang an. Wir hatten eigentlich echt so ein paar Mal die Möglichkeit, noch ein Tor zu schießen. Und ich hätte mich auch manchmal dumm angestellt. Aber egal. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen in die zweite Runde. Und wir sind schon wieder in Neo Tokyo. Ich habe das Gefühl, es gibt nur noch Gruppen seit dem neuen Update, oder? Es sind nur noch so... Keine Ahnung. Aber finde ich ganz gut, dass sie das eingebaut haben, dass man sich da so einen Gruppennamen geben kann. Okay, wo ist mein Mate? Spielt nicht mit, oder was? Och, nee. Ich springe da so einen Millimeter dran vorbei. Aber er hat ihn zum Glück mal gehalten. Ach man, Arschloch. Den wollte ich eigentlich nach vorne spielen. Okay. Ich habe gerade keinen Boost. Danke fürs Anschubsen. Vielen Dank, Mann. Sehr nett von dir. Bald komme ich wieder zurück. Aber egal. Mein Mate geht zwischen. Wunderbar. Gehst du hin? Ja. Dann nicht. War ein bisschen vermasselt irgendwie. Wollte ihn da jetzt auch nicht dabei stören, sonst... bump ich ihn wieder weg und der Ball ist irgendwie frei. Ah gut. Gut noch berührt. Das war wichtig. Ah, Mist. Der Mate geht auch hin. So, jetzt schnell nach vorne. Komm schon. Ich habe leider keinen Boost. Oh, der kommt vielleicht eventuell gar nicht mal so schlecht. Ach, scheiße. Ich habe keinen Druck hinterbekommen. Was machen sie? Was machen sie? Oh nein! Ach, Mann! Da war ich aber jetzt genau im falschen Moment, bin ich dazwischen gegangen. Och, nee, ey. Die beiden drücken den so nach vorne, Alter. Was ist denn das? Boah, Mann. Aber es ist nur ein Tor. Komm, wir können das noch. Warum fährt er nicht? Warum fährt er nicht? Okay, das könnte jetzt ein Konter werden. Komm, beeil dich. Ja, wow. Wow. Okay, das war schon echt krass von ihm. Aber den macht er, oder? Oh, das war ein guter Schuss. Den hat er echt sehr schön getroffen. Und der Pass von mir war allerdings gar nicht mal so übel. Sehr schön. Da haben wir den Ausgleich. Das ging doch schneller als gedacht. Man muss immer nur dranbleiben. Nie aufgeben. Oh, hier kriegt man halt schon wieder über mich drüber. Ich weiß ganz genau, dass sie das versuchen. Aber ich kann es halt nicht verändern irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Oh, das... Mann, das kann doch nicht sein, Mann. Weil er den blöden Ball nicht trifft, geht das Ding rein. Ich gehe halt davon aus, dass er den spielt. Ey, so ein Drecksding, Alter. So ein dämliches Drecksding. Wie kann das reingehen? Mann, ey. Ja, wow. Das war genau das Gleiche. Nur in grün. Oh, Mann. Wow. Okay. Keine Ahnung, was hier abgeht. Also die Folge hier ist echt... Da ist ja alles quer. Oh, nö. Er geht... Ich habe noch berührt, oder? Das ist doch absolut Abfuck.
Ich habe halt nicht berührt, nee. Es kann halt nicht sein, ne? Es kann nicht sein. Solche Gegentore. Solche Gegentore. Jetzt geht er wieder nicht hin. Mann, das ist doch bescheuert. Eben bammt er mich weg und dann geht er nicht hin. Hätte doch mal was sagen können im Chat. Damit ich Bescheid weiß. Ja, brauche Boost. Ist witzig, Kollege. Ist witzig. Geh dran. Geh doch dran. Wow. Wollte ihm eigentlich passen. Wow. Oh Mann. Alter. War das behindert. Also, hier fallen Tore, ist ja absolut unnormal. Wenn mein Mate doch mal zum Kickoff gehen würde, hätten wir da viel mehr Pressure. Aber er hängt immer auf der Linie und hält auch nichts. Komischerweise. Was macht ihr? Okay, das hat er gut gemacht. Oh ja, gegen den Strich. Jo, das war gut. Alter Schwede, ja, alles klar. Vorher steht auf der Linie wie ein angewurzelter Stein und dann macht er sowas. Als ob. Jo, jetzt fühlen wir wieder. Aber es kann wieder ganz schnell, ja, nach hinten losgehen. Okay, schnell hinterher. Nein. Ey, was mache ich denn? Was war das denn? Für ein Ding. Habt ihr das gesehen? Habe ich dreimal irgendwie hintereinander geboostet. Also. Och nee, ich baller den voll ins Loch. In den Himmel. Hätte nicht sein müssen. So, schön. Komm. Mach was Dummes. Och nee, Alter. Ich semmel den an den Pfosten. Was ist denn hier? Ey, das kann echt nicht sein. Heute bin ich verflucht. Fuck. Ja, klar. Ja, klar. Ey, was ist denn das? Das ist komplett random einfach. Und er steht immer angewurzelt auf der Linie. Es ist so dumm. Es ist einfach immer so dumm. Und er hält einfach nichts. Wie kann man denn so naiv sein, da immer. Alter, wow. Er steht immer im Tor und das hält er nicht. Das raff ich nicht. Also das verstehe ich echt nicht, Kollege. Was soll das? Er steht da immer angewurzelt auf Linie und dann hält er solche Dinger nicht. Dann soll er da rausfahren zum Kickoff mit. Wir waren da bisher immer in der Bredouille, weil er da immer hinten gestanden hat. Das ist einfach... Nein, der geht nicht rein. Oh. Ich hab nochmal behalten, ey. Absolut bitteres Spiel. Fast so bitter wie das, was wir eben alleine gespielt haben. Schade. Waren trotzdem zwei spannende Matches, aber leider beide verloren. Ich bin gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.